Oh oh. War es eine gute Idee, in diesem Hebel zu ziehen? Hallo, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ihr seht, die Gruppe ist kampfbereit. Und zwar immer noch in dem Dungeon, wo wir eingebrochen sind. Dummerweise, man hätte sich ja denken können. Das Gute ist, Gale ist mit dabei. Den habe ich irgendwie letztes Mal, ich musste ausloggen, habe gespeichert und bin raus. Jetzt steht er auf jeden Fall neben uns. Keine Ahnung, ich hatte in Erinnerung, dass er beim letzten Mal, wo wir reingefallen sind, irgendwo zumindest nicht sichtbar war. Ich freue mich, dass er mit dabei ist. Ich bin guter Dinge. Es sind einige Gegner, aber wie gesagt, wir sind ausgeruht und noch ist nichts verloren. So, das bedeutet, ich bin am Zug. Würde natürlich erstmal versuchen, weitestgehend mit dem Bogen zu spielen. Jetzt steht sie natürlich im Weg. Das bedeutet, wir haben nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 65%. Dann würde ich so machen, dass ich mich positioniere. Ich würde in dem Fall in diese Richtung laufen. Und wirklich hoffen, dass ich danach noch einen Schuss machen kann. Ja. Warum habe ich jetzt hier zum Beispiel nur 65%? Das ist eine gute Frage. Ich versuche, so gut wie möglich aus diesem Raum heraus zu spielen, weil ich durch die Eingangstür natürlich den Vorteil habe, dass ich die Gegner einzeln vor mir habe. So, jetzt würde ich noch ein bisschen auf die Seite laufen. Hier hin zum Beispiel. Und damit auch meinen Zug beenden. So, jetzt sehen wir ein bisschen, wer da alles auf uns zukommt. Okay. Wir haben einen guten Sichtbereich. Hier sieht man auch hier oben schön an der Karte. Und ja, wir konzentrieren uns. Meine Taktik, die ich gerne fahre, ist, alle auf einen. Je schneller wir die Anzahl der Gegner minimieren, desto weniger laufen wir Gefahr, dass die sich irgendwann um uns gruppieren. Das ist so mein Ansatz. So, hau die mal wieder weg. Aber sie steht noch. Ich würde, Gale, also wir haben den Raum jetzt ein bisschen gesehen, aber noch nicht ganz. Bedeutet, die können sich hier überall positionieren und auch in die Tür schießen. Wir werden nirgendwo sicher sein. Ich würde trotzdem versuchen, ihn irgendwo ein bisschen... Zielpunkt nicht erreichbar. Ich hätte ihn jetzt irgendwo gerne positioniert, wo er so ein bisschen Schutz hat. So. Ich kann hier oben stehen bleiben. Und zu beenden. So. Sie ist unsere Nahkämpferin jetzt in dem Fall. Ich würde sie aber erstmal bitten, uns irgendwie einen Segen. Heilige Flamme, Person bezaubern, segnen. Ja. Und zwar Hauptcharakter. Er wird es brauchen können. Und sie selber. So, jetzt kann sie nicht mehr draufschlagen. Das ist bedauerlich. Wenn wir nicht ändern. So, ich denke, wenn er jetzt schießt, haben wir sie weg. Vermute ich mal. Ah, das mache ich. Ja. Und dann darf er das Messer ziehen und auch nach vorne. Was jetzt natürlich tragisch ist, wir haben zwar einige Gegenstände eingesammelt, ich habe aber keine Ahnung, ob ich die während dem Kampf anziehen kann. Wir haben hier zum Beispiel eine coole Lederrüstung gefunden. Ich habe 11. Die hat auch 11. Er hat eine gepolsterte Rüstung an. Das ist eine leichte Rüstung. Leder ist auch leicht. Er hat 11. Okay, die bringt uns noch nicht so viel. Ich dachte irgendwie schon, wir hätten mega den Vorteil. Ja, das ist halt leider am Anfang noch so. Findest zwar ein paar Sachen. Ihn positioniere ich mal neben ihr. So. Wie gesagt, wir lassen die erstmal kommen. Oh, Magier. Okay. Ja, er will nach vorne. Ja, er muss einen Schritt zur Seite gehen. Dann könnte er aber. Den will ich so schnell wie möglich weghaben. 4 bis 9. You picked the wrong fight, friend.
geschlagen. Sehr gut. Ja, das wusste ich. So, trifft sie ihn. 60. Was könnte sie noch? Mal weg. Lenken das Geschoss. 75. Ist die Tür im Weg? Das hat er schon gut gemacht. Auf 75. Ja, wir sollten natürlich den Schützen weg haben. I speak, they burn. Wenn er jetzt hier rüberläuft, kann er vermutlich keinen Zauber mehr gegen den Schützen bewirken, was aber ziemlich cool wäre. Dann machen wir es so. Der ist schon so gut wie weg. So, was hat er denn noch im Angebot? Macht Sinn. Mag den. Let's spill some blood. So. Und das meine ich damit. Wir hätten uns jetzt irgendwie verteilen können, versuchen der eine, der andere, der andere, der eine. Ich finde es super so. Lass die ruhig kommen. So, jetzt haben wir zwei Fernkämpfer hier draußen. Und ein Magier. Alright. Nicht schlecht. Positioniere mich nach vorne, weil ich kann zur Not ja auch wieder an Frank nehmen können. Was ich tun sollen. Nehmen wir als nächstes Wunden verursachen. Ob die Magierin sich gegen Magie geschützt hat? Die sollte auf jeden Fall hier raus. Ich schau mal, ob danach noch was geht. So. Ja, habe ich befürchtet. Wenn sie jetzt wegläuft, dann riskieren wir wieder einen Gegenangriff. Und sie steht meinen Fernkämpfern im Weg. Aber er kann mit einem... Das ist eigentlich schon zu viel Schaden. Wir machen es folgendermaßen. Explodiert. Okay, das ist... haben wir den anderen auch erwischt dabei? Nee. Schade. Ja, der steht jetzt halt in den Flammen. Ich will die Magierin weg haben. So. Und... gehen wir nach vorne. Oh. Niedergeworfen. ...70 zu 65. Ich mit Nahkampf nicht erreichbar. Okay, dann mache ich einen Schuss und bewege mich nach vorne. Schade. Würde es trotzdem so machen. Sehr gut. Okay. Arme. Halt, jetzt bin ich Gale. Der könnte einen Schritt nach rechts gehen, um ihn zu erreichen, oder? So vielleicht.
Warte, wir haben Feuerpfeil und Eismesser haben wir schon verbraucht. Ja, raus. Der war gut. Weil der auch explodiert. Aber hartnäckig. Sie muss dran gehen. Und jetzt ist das Ziel nicht mehr erreichbar. Wenn sie rausgeht, kann sie nicht zuschlagen und exponiert sich. Das bedeutet, gehen wir hier rüber. Fjordentanz. Was kann er hier noch? Hinterhältiger Angriff. Yes. So, jetzt haben wir nur noch einen übrig. Die Frage ist, ob ich noch rausgehen soll. Der hat sich schön versteckt hier. Wir gehen raus. Versuchen uns hier zu positionieren. Naja, wir kriegen dauerhaft Schaden. Das ist nervig. Ja, hätte es nicht zuschlagen müssen. Ist okay. Ja. Naja, den haben wir. Jetzt kann sie noch einen erschütternden Hieb. Hau rein. Fehlschlag, weil er halb hinter der Tür steht wahrscheinlich. Stehen bleiben, nicht bewegen. Outflank, outsmart. Oh, das hätte schief gehen können. Steht der hinter der Türe? Der steht in der Türe drin, das ist auch irgendwie. Holy moly. Is that blood? No, never mind. Wir haben es geschafft. Schön Stück für Stück. 4 bis 9, den nehme ich mal zum Nachschauen. Gift. Verteil das Zeug so ein klein wenig. Jetzt hoffe ich, dass wir irgendwie coole Gegenstände wenigstens finden. Okay, Lederhandschuhe, gekauft. Lederstiefel, schauen wir uns an. Wurfspeer. Vermutlich verkaufen. Großer Knüppel. Oh. Dann haben wir hier noch was. Liebeswerkzeug. Und eine Lederrüstung. Kurzbogen. Okay, wir finden sehr viele Rüstungen. Das ist dann so der Plunder, denke ich mal, der Standard. Frage ist, ob wir jemals einen Händler finden, wo wir das zu Geld machen können. Und ich laufe keinen Schritt weiter. Ohne gerastet zu haben. Was sind allen? Handtücher. Ich glaube, es ist gefahrlos, hier drin zu looten, sagte er. Schauen wir nachher mal rein. Tod und Göttlichkeit. Nehmen die mal mit. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden oder weiß noch nicht genau, was die Bücher alles machen. I've had better days and worse ones. Schale, Teller, nehmen wir alles mit. Mal kurz ein Quick Save. Ich würde jetzt gern wieder nach oben. Ich wäre gern irgendwie in diese Ruine. Hier drin liegt im Bett. Ich wäre gern in die Ruine gegangen, nicht durch den Hintereingang, sondern eigentlich irgendwo durch eine Tür. So, jetzt mal schauen. Wenn ich jetzt diese kurze Rast mache, stellen wir ein paar Trefferpunkte wieder her. Aber wenn ich zum Beispiel Gale anschaue, der hat jetzt den Großteil seiner Zauber verbraucht. Die kriegt er erst wieder, wenn wir richtig rasten.
Aber wenn wir jetzt halt nochmal in den Kampf verwickelt werden. Ich würde es riskieren. Weil das Rasten ist auch schweineteuer und wir haben nicht mehr so viel Zeug. Also diese Rationen, ne? Was macht unser Bogen? Der macht 4 bis 9 Schaden und wir haben hier einen, der macht auch 4 bis 9. Wow. Ich würde gern so ein Inventar-Rucksack noch haben, wo ich dann das Zeug reinmache, was ich irgendwie verkaufen will. Das würde schon mal richtig weiterhelfen. Haben wir den Handschuhe an? Haben wir nicht? Nice. Wir haben Lederstiefel, die uns gefühlt nichts bringen. Wir können uns luftige Sandalen anziehen. Oder auch nicht. Warum können wir die nicht? Ja, leider sind die Gegenstände bisher noch lassen zu wünschen übrig. Lass uns mal kurz hier reinschauen. Sie hat einen Knüppel. 2 bis 9. Ihre macht 2. Das ist auch ein Streitkolben. Okay, große Knüppel zweihändig. Das ist natürlich absoluter Käse. Sie soll das Schild auf jeden Fall behalten. Das ist viel wert. Und ihm würde ich entweder auch einen zweiten Dolch geben. Oder eben auch ein Schild. Ich würde ihm zur Sicherheit ein Schild geben. So. Okay. Nee, dann ist es nichts für ihn. Dann kriegt er mal einen zweiten Dolch. So, ich fühle mich gut. Wir gehen los. In der Hoffnung, dass da nicht noch mehr von den Dieben hier unten sind. Keep a blade close. Ein Hebel, der irgendwo hinführt, wo ich es nicht weiß. Ich schicke ihn mal vor, in der Hoffnung, dass er Fallen entdeckt, bevor sie uns entdecken. Okay, hier steht eigentlich nichts. Let's have it. Nichts Wichtiges rum. Das war dieses spezielle Buch, das er gefunden hat. Okay. Ich schätze, dass diese Bücher... Ich weiß nicht, ob die für irgendwas gut sind. Wie kann ich das aus dem Inventar entfernen? Okay. Ich habe jetzt auch ein paar Bücher aufgehoben, aber... Ja, das sind halt Stories. Du kannst ein bisschen über die Hintergrundlore. Erfahren, aber ansonsten. Ich die hier lassen. Könnte man mal eine Lesestunde machen hier. Alle Bücher aufsammeln und dann gemeinsam durchlesen. Genau, Astarion geht nach vorne. Also von hier hinten kamen die, ja. Hier ist noch eine Tür, die scheint verschlossen zu sein. Und hier drin haben die was gesucht, richtig? Ein Haufen Bücher. Die Grafik ist schon richtig cool. Die Lichteffekte sind richtig stimmig. Die haben wohl schon alles geplündert. Kapellenaufzeichnung. Sowas könnte interessant sein. Okay. Wer hier wie gestorben ist? Alright. Ach, schön. Kann man sogar anzünden. What's that? What did that do? Uh-oh. War es eine gute Idee, in diesem Hebel zu ziehen? Tja. Wir gehen weiter und schauen uns an, was passiert ist. Irgendwo in der Entfernung hat es was ausgelöst.
Hier sehe ich nichts. Aber es lohnt sich dann doch, so in die Ecken reinzuschauen. Wäre ich nicht ganz nach hinten gelaufen, hätte man den Hebel nicht gesehen. Jetzt eine Tür vielleicht, die vorhin verschlossen war. Ah. Kann ich das machen, dass alle schleichen? Wenn die anderen jetzt einfach hinterher rennen, dann ist es irgendwie semi-nützlich. Sei denn, ich würde ihn halt wieder entkoppeln aus der Gruppe. Möchte ich aber auch nicht. Wir die andere Tür noch vorher aufmachen sollen? Ich bin gespannt. Okay, wir sind jetzt im nächsten Abschnitt. Ich gehe nochmal zurück. Einfach nur, weil ich wissen will, was hinter der anderen Tür ist. Nicht, dass wir uns jetzt in eine Richtung bewegen und irgendwas übersehen. Hier, die hier. Und da ist ja auch ein Hebel. Okay. Er steht hier. Frage ist, ist er allein? On the hunt. Wenn ich das jetzt mal versuche. Schalt links, um gegnerische Sichtlinie anzuzeigen. Oh, okay. Wir sind halt unten. Und wir sind ziemlich weit weg. Bogen. Ja, easy. Das muss ja auch mal leicht sein. Dann lass doch ihn wieder spielen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er Fallen besser aufspürt. Wir gehen hoch. Was hat er da oben gesucht? Oder hat er was bewacht? Ein 4 bis 9er Kurzschwert. Wir müssen mal schauen, wie viel von dem Zeug... Ein Schlüssel? Gut. Wie viel von dem Zeug wir mitnehmen können, bevor unser Inventar wirklich überquillt. Kerze, die kann ich wahrscheinlich nur an- und ausmachen. What have we here? Das könnte ein Ausgang sein, zu dem wir vielleicht reingekommen wären. Andersrum. Ja. Okay, cool. Dann wissen wir erstens, wo es rausgeht und zweitens, dass wir jetzt hier nichts verpassen. Da können wir den Raum noch kurz clearen. Schauen, ob wir nochmal irgendwo was finden. Mit dem wir unser Inventar voll machen, unnötigerweise. Und dann... Ich nehme jetzt mal alles mit. Regale. Yes. Wir können alles brauchen am Anfang. Stück Käse. Vorratspaket. Und Leibkäse. Ich denke, das wandert alles in unsere... Vorräte rein. Das ist sehr gut. Nochmal hier ein Regal. Binden, Fasten, Feder. Who are those prayers for? Normally the patron god is obvious. Not here. Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped it must be long gone. Okay. Ja, alte Ruine halt. So, wir wissen ja schon, wo es hingeht. Let's go.
So alte, verlassene Ruinen gehören ja zu jedem Rollenspiel wie... So. Hier scheint niemand zu sein. Ja, komm, lass den Plunder mal ein bisschen hier. Basen durchschauen. This place wasn't built for the living. In Skyrim. Wasn't placed for the living. Ja, das ist eine Gruft. Wow. Das ist eine große Tür und das ebenfalls. Ich frage mich sowieso, wozu so riesen Türen gebaut wurden immer. Wenn man sich so alte Gebäude mal anschaut, Riesentüren. War hier nochmal, bisher ist alles gut gegangen. Lass mich mal ganz kurz ein bisschen rumspielen. Ich will schauen, ob ich das rausfinden kann, wie das funktioniert, dass wenn ich in die Hocke gehe, alle in die Hocke gehen. Wir sehen uns gleich. Okay, war ganz einfach. Hier unten gibt es einen Knopf. Hier unten links. Not a sound. Oh oh. Oh oh, stopp. Oh Gott. Better be careful not to trigger that thing. Könnt ihr anhalten? Oh Gott im Himmel. Ich versuch's. 10. Aber er hat ordentlich Bonus. Okay, das Fallen- und Schärfwerkzeug haben wir auch noch. Okay, das kann fast nicht schief gehen. Der ist echt gut, der Junge. Ja, eigentlich ist es besser, du machst in so einem Fall, du löst die Gruppe und lässt ihn ganz alleine hier los. The text on the plaque is a mystery to you. Fehlgeschlagen, die Frage ist, wir haben irgendwas nicht gesehen. Traps. How considerate. Okay, der Raum ist vermint. Wir haben halt nicht unendlich von denen. Jawohl. Lass ihn mal weitergehen. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Angriff, untersuchen, entschärfen. Traps. Wo läuft er denn auch hin? Da ist eine Falle. Ich laufe erstmal drüber. Okay, wir haben kein Fallenwerkzeug mehr. Das ist okay. Bin dennoch optimistisch, dass wir die Fallen entschärft kriegen. Dann gibt es 7 Punkte dazu. So, hier sind die Dinge, die interessant sind. Eine schwere Rüstung, Ringpanzer. Nice. Okay, den Schädel nehme ich jetzt nicht mit. Hier ist ein Knopf. Den ich jetzt noch nicht drücken werde. Knochen würde ich auch liegen lassen. Traps. Ja, hier ist eine und hier war ja eine, also nehme ich an, dass hier drüben auch noch eine ist. Und erst dann dürfen die anderen sich weiter bewegen. Ah, das macht Spaß. Oh. Oh. Gehen wir hier weiter zuerst. Ist bestimmt auch noch eine. Ah.
Someone's left a trap out for us. Also, ob ich das auch abwählen kann? Wie gesagt, das Würfeln, ich finde es ultra befriedigend gemacht. Mir gefällt es total. Und entschärfen. Ja, ein bisschen angeschlagen sind wir. Ich hoffe, dass wenn es uns erwischt, wir nicht gleich tot sind. Und den hier auch noch. Und erst dann traue ich mich, die Särge aufzumachen. Da ist auch nochmal eine. Waren auf der anderen Seite auch so viel? Können wir den auch noch hinschärfen? Das ist gar keiner, oder? Wir laufen mal hin. Ich glaube, ich müsste auch nicht mehr schleichen, aber irgendwie fühle ich mich so wohler. Okay. Cool. Morgenstern. Ja, gute Schädel lassen wir liegen. Okay, ein Schild, das könnte interessant sein. Ein Rapier, wobei den hätte auch er eigentlich haben können. Eine Seelenmünze, scheint seltsam und unverständlich zu flüstern. Sie füllt deinen Geist mit Zorn und Verzweiflung. Diese Münzen können infernalische Maschinen antreiben. Okay. Ich dachte, wenn es einer weiß, dann vielleicht unser Magier. So, hier haben wir, glaube ich, alle. Schnell speichern und dann schauen wir mal hier rein. Oh oh. Warum zeigt er mir das an? So bin ich schon im fünften Kampf gewesen, während im rundenbasierten Modus. Wo, gegen was kämpfen wir? Was? Wo? Checkt es jemand? Ist es hier draußen jemand? Oder hier hinten? Auf jeden Fall, lauf mal wieder zurück, bitte. Ich verstehe nicht, was gerade passiert. Ich sehe gar nicht, was wir angreifen können. Oh shit. Ich dachte, ich habe alle entschärft. No. Let's get going. Dachte ich doch, dass auf der einen Seite mehr waren als auf der anderen. Oh, scheiße. Dann können wir vielleicht alle einfach hier rübergehen? No time to rest. Whatever it takes. One with the weave. Step by step. Okay. Ich dachte mir, das ist so eine einfache Falle, die ich ausgelöst habe. Der Raum ist halt hinüber. Es sei denn, dieser Knopf hier zum Beispiel würde das abschalten, aber da kommst du halt jetzt nicht mehr hin. Aber schöne Effekte. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schauen uns das gleich nochmal an, ob wir die Fallen irgendwie entschärft bekommen. So, wir wissen also, dass wir mit dem Sarg berühren, dass es dann losgeht. Ich würde alle anderen mal hier nach hinten. Nein, du bleibst da. Ich würde alle anderen nach hinten. Right away. Mine. Better be careful not to trigger that thing. Breathe deep. Ich dachte, die habe ich alle schon entschärft. So. Time for a little death. Quietly. Okay, der sieht die nicht als Falle,
weil der Wurf fehlgeschlagen ist und deshalb kann ich es auch nicht entschärfen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass eine Falle ist. Aber ich habe den Sarkophag als Falle entdeckt. Das ist cool. Auch eine 10. Dann bringt es vielleicht gar nichts, diese Köpfe zu entschärfen, sondern vielleicht einfach den Verschluss. Leitfaden des Beobachters. Die Namen sind ja wie in Diablo. Ungewöhnlich. Übung mit diesem Waffentyp schaltet frei. Das ist ein Speer. Oh, okay. Oh. Wüsste jetzt nicht, wozu ich den brauche. Und ein gravierter Schlüssel. Schwarze Tintenflecken besudeln den Griff des Schlüssels in einem Sarkophag. Wow. Ich will irgendwie diesen Knopf drücken, aber ich habe Angst, dass da nichts Gutes dabei rauskommt. Können wir die Tür öffnen? Okay. Dann vermute ich... Also, wir haben ja Schlüssel. Da bietet er jetzt aber auch keinen an. Aber nicht, dass ich irgendwas anders machen kann. Schlösser knacken. 15 ist jetzt nicht ohne. Careful, I might. Neither seen nor heard. Be wary. This place is trapped. It is. Lass ihn mal die Tür öffnen. Gehen wir nach draußen. Ah, das war die Haupttür. Okay. Nice. Und wieder rein. Wir haben zwei Schlüssel gefunden. Irgendwas geht da drin noch. Irgendwas geht da drin noch. Also, ich glaube, die Kammer haben wir soweit geleert. Dann wird die andere Seite noch untersucht. Okay, diese Würfe sind für die ganzen Fallen in dem Raum. Die Banner lassen nichts Gutes vermuten. Gravierte Schlüssel benutzt. Just like old times. Vorne liegt jemand. Hier liegt jemand. Hier liegt auch jemand, okay. Die Frage ist, ob die gleich aufstehen und wir dann Skelette vor uns haben oder was hier drin abgeht. Scribes with swords. So much for the quill being right here. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Alle als Schüler der Arkan-Künste können Magier neue Zauber erlernen, indem sie bestimmte Zauberschriften studieren, statt sie zu verwenden. K. Zauberbuch öffnen. Muss ich dazu auf zum Beispiel Gale oder ist es gilt es? Okay, es ist der. Wenn ich jetzt auf ihn gehe. K. Zaubertricks, Klassenaktion. Okay, und die hier werden die wahrscheinlich dann... Ah, schön. Brennende Hände kann er zum Beispiel noch nicht. Können wir lernen. Nice. Ich. So, da wir hier immer noch irgendwie in einem höchst dubiosen Raum sind, darf er nach vorne. Nein, nicht er. Er. Dann hat er jetzt nicht richtig um. Ja, nicht, überhaupt nicht umständlich hier außen rumgelaufen. Ein Dolch würde ich liegen lassen. Wir haben gefühlt schon so viele. They won't see me coming. Da sollen wir es wagen und mal aufstehen? Gefühlt ist hier nichts. Sagte er. Sekunden vor dem Unglück. nee, ich würde zuerst mal in die andere Richtung noch gehen. Okay, mit Rechtsklick kann ich die Aktion abbrechen, das ist gut zu wissen. Oh, und ich will mal die Feuerschale anbrennen, geht es?
Vielleicht viel schöner. Türe. So, hier lag noch jemand. Genau. Er hat wieder einen Schlüssel dabei. Interesting. Truhe sieht interessant aus. Auch nicht verschlossen. Schutz vor Gut und Böse. Nimm die mal mit. Warum die hier wohl liegt? Dann würde ich sagen, lass uns mal hier runtergehen. Schauen, ob wir neue Das war jetzt nur für... Okay. Hier ist eine Tafel, die ich vielleicht lesen kann. The inscription is in a language unknown to you. Dann vielleicht Gail. Your desire. The inscription is in a language unknown to you. The inscription is in a language unknown to you. The inscription is in a language unknown to you. Okay, ist ein Knopf. Der wird hoffentlich die Türe öffnen. Oh oh. Was habe ich vermutet? Okay. Hier drin ist niemand, ja? Okay. Gut. Let them come. Genau. The darkness can be to our advantage. Sehe ich auch so. Das kriegen wir irgendwie hin. Wer ist dran? Er, okay. Dann lauf mal hier nach vorne. Behalt die höhere Position bei und 42 Nachteil. Ziel ist außer Reichweite. Ob wir den erreichen, ist fraglich. 72, Ziel außerhalb der normalen Reichweite. Ich würde es versuchen. Let's play. Hätte klappen können. Lass die mal kommen. Du bleibst auf jeden Fall hier oben. Lass sie kommen. Ihn würde ich mal... Uns würde ich mal hier so nach unten positionieren. Wir haben sehr viele Fernkämpfer, das ist gut. Und ich würde dann zur Not runtergehen. Warum ist jetzt der so... 30%? Ich meine, wir stehen hier oben. Wir haben ihn in Sichtweite. Ja, das kriegt man hin, oder? Das ist Magier? Nein. Okay. Sah schlimmer aus, als es war. Oh, so viele Magier. Okay, das wird ein Nahkämpfer sein. Okay, wir sind verflucht und sonst noch was. Das ist ein Schlag. Kommt der an den ran? Mit denen haben wir schon ein bisschen angeboxt. Warum hat er keine Zauber mehr gerade? Weil wir nicht gerastet haben? Verstummt! Oh. Ja, dann ist Gail ziemlich nutzlos, weil den werde ich nicht nach vorne in den Kampf schicken. Halt mal hier stellen. Das ist... Okay, man sieht es hier. Unter diesem Radius in dieser Kuppel sind wir stumm. Das bedeutet, wir können auch keine... Es gibt, glaube ich, stumme Zauber oder die Fähigkeit. Haben wir aber wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, wir müssen es auf die herkömmliche Art schaffen. Nachteil, den erreichen wir nicht. Hier hoch will ich auch nicht. Das könnte schwieriger werden, als ich dachte, weil... Swift as my feet can carry me.
let up. Ja, sie muss auch nach oben, um irgendwas bewirken zu können. Oder halt rüberlaufen. Und sie kann nur das eine. Alle anderen sind auch springen, eintauchen, spurten. Assistenz, göttliche Führung. Ah, sie kann aber noch ein bisschen was. Okay, Untote vertreiben. Let's go. Also ich muss das auf einen anwenden oder auf mehrere? Drei Züge. Läuft der aber weg. Eigentlich möchte ich das gar nicht. Vielleicht der hier. Okay, der wird jetzt weglaufen. Das war dann aber kontraproduktiv, weil eigentlich wollte ich den ja wegknüppeln. Ich muss es aber versuchen. Ich muss mich da auch noch ein bisschen reinfinden. Lauf nicht weg. Schön da. Wie gesagt, war vielleicht jetzt nicht unbedingt super klug. Er würde hier nach oben kommen und könnte noch einen Schuss abgeben. Oder. Ist zu weit weg. Dann wechsel und zeig mal, was du drauf hast. Aber wir haben Schaden gemacht. Das ist schon mal gut. Creator, Destroyer. Was kann er machen? Umwerfen, das versuchen wir. Würde ich feiern. Sehr gut. Und verringert wegen Kältestrahl. Ich drehe durch. Egal, wir haben einen Bogen. Haben wir dem schon Schaden zugefügt? Ich glaube schon. So ähnlich habe ich mir das doch gedacht. Und jetzt... wie weit würde ich kommen? Hier? Nicht so weit. Positionieren uns unten. Und zu Ben. Sie? Hat sie einen Bogen oder sowas? Hat sie nicht. Dann machen wir mal Spurten. Okay. Ah, ich musste den wirken und jetzt kann ich. Have to keep going. Und trotzdem kann er noch zuschlagen. Yes. Aber leider daneben. So, die zwei kümmern sich um den. Schade, wegen so einer Kleinigkeit. Wenn ich jetzt auf Bogen wechsle, dann kann ich wahrscheinlich den hier erreichen. Nicht gut, nicht gut. Aber dafür den. Die zwei schaffen das schon. 75. Das war dein Ende. Ach, ich liebe rundenbasierte Kämpfe. So, auf zu dem Rest. Don't linger. The last board is set.
Ja, du musst eigentlich nichts mehr machen. Let's go. Hm, komm mal an den ran. Vielleicht mit einer kleinen Umpositionierung. Konzentration verloren, das bedeutet, jetzt könnten wir wieder Sprüche. Don't waste a stab. Sprüche benutzen. Aber ich denke, die gute alte Keule tut's. Die Kämpfe sind spannend, auf jeden Fall. Herausfordernd, wie man sieht. Macht richtig Spaß, macht richtig Laune. Dann nehmen wir mal mit. Die werden jetzt auch nicht so viel bei sich haben. Ein bisschen Plunder halt. Gold, den Stab lassen wir liegen. Was hat er noch? Die Magierrüstung. Wie lange hält denn die? Oh, cool. Bis zu einer langen Rast. So, den noch aufsammeln. Ich nehme jetzt nicht mehr alles mit. Gefühlt sind die Taschen schon so voll. So, und dann bin ich jetzt ultra gespannt, was wir uns jetzt hier teuer erkämpft haben. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.